Kindergarten. Wir starten jeden Tag mit einem Morgenkreis. Make a nice big circle where everybody... Unser Erzieher Nikolas spricht Englisch mit uns. Aber das ist kein Problem. Wir verstehen das. Für den Morgenkreis haben wir uns alle auf den Boden gesetzt. Und jetzt kommt das Lied, das wir immer singen. Sometimes, when you are at the Kita, somebody comes. Nikolas fragt, wie wir uns fühlen, wenn uns jemand unser Spielzeug wegnimmt. Show me your angry face. Wütend. Look at the camera, show me your angry face. Und so sehen wir wütend aus. Yes, Konstantin, give your good angry face. Dann möchte Nikolas wissen, wo wir die Wut in unserem Körper spüren. Anna spürt seine Wut hier unten in den Beinen. Genau wie Luca. Der spürt die Wut aber auch im Kopf und im Bauch. Does anyone else feel angry in their head like Luca? Yeah. Nikolas fragt uns, wie wir uns fühlen, wenn etwas Aufregendes passiert. Excited. Wir fühlen uns dann ganz aufgeregt. How do you feel excited? Victoria hüpft sogar vor Aufregung. Yeah, excited. Yeah, a few people. Now, sometimes things are very exciting. Nikolas möchte von uns wissen, wie wir uns fühlen, wenn unser Lieblingsspielzeug kaputt geht. Our favorite toy gets broken. Dann fühlen wir uns traurig. Oh. Show me your sad faces. Wir gucken alle mal ganz traurig. Very good. Excellent. Yes, that's a good sad face. Good sad face. Where do you feel sad? Gideon. Stand up. Gideon fühlt es in seinem ganzen Körper, wenn er traurig ist. In den Armen und in den Beinen. Like this? Maybe when Mama and Papa. Und wenn wir von Mama oder Papa aus dem Kindergarten abgeholt werden, wie fühlen wir uns da? Happy. Glücklich. Show me your happy faces. So like Mommy. Wenn Mama uns später abholt, als wir dachten, dann sind wir glücklich, wenn sie da ist. Und aufgeregt. Dann freuen wir uns ganz dolle. Konstantin macht Quatsch. So sieht er glücklich aus. Good job, Dragonflies. Well done. Das war unser Morgenkreis. Ha ha ha!